Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientil 5. Ich bin's wieder, euer Hell und 1986, der jetzt das Zugangstor geöffnet hat. Diese Ventile sind zugerostet. Okay, hätte ja sein können, dass ich was mit meiner Waffe machen kann. Aber nein, kann ich leider nicht. Da unten Licht. Da vorne Tür. Um die Ecke? Nix. Okay. Es ist verschlossen. Auf der anderen Seite ist ein Licht zu sehen. Stimmt, wenn man die Taschenlampe ausmacht, dann sieht man das auch. Hm. Alles reichlich suspekt hier wieder. Ich bin jetzt... wo war denn hier die Reinzoom-Taste? Ist egal, mal drücke ich halt mit Zoom. Rose, keine Ahnung, Cemetery. Ich denke mal auf den Friedhof, so wie das hier so ein bisschen aussieht. Was ist das da? Karte des Rose Hates Friedhofs erhalten. Wusste ich doch, dass wir hier auf dem... Oh Gott, ist das Gebiet riesig. Alten, wir sind bei den alten Krypten. Okay. Und hier sind Hunde. Oh Gott, ich hasse doch Hunde. Hunde in einem Spiel sind nie gut. Komme ich hier nicht hoch, oder was? Nö, ich komme hier nicht hoch. Oh, diese dunklen, düsteren Geräusche. Oh, genial. Es ist abgeschlossen. Na, herrlich. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es hier offen gewesen wäre. Erika Hall starb am 23. Januar 1870. Schlafe weiter, süße Mutter und Ehefrau, und ruhe dich aus. Gott hat dich gerufen. Er hatte das Beste im Sinn. Wo ist dieser Scheißköter? Der ist hier irgendwo. Oliver Hall starb am 6. November 1875 im reifen Alter von 62 Jahren. Wir lachten ihn aus, weil er anders war. Er lachte uns aus, weil wir alle gleich waren. Wir werden nie wieder so lachen. Na, was ein toller Text auf dem Grabstein. What the... What? Ey, die Musik, ja? Die macht das Spiel hier um einiges spannender, als es wahrscheinlich eben gerade ist. Okay, es gibt nur einen Gang, den ich entlang gehen könnte. So, wer liegt hier? Colin B. starb am 20. Januar 1876 vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Alle, die ihn kannten, waren sich einig. Er war ein guter Mann. Na okay, das geht ja noch als Grabsteinspruch, ja. Hier liegt Norwood. Keiner lacht, keiner weint. Wohin er geht, wie es ihm geht, keiner weiß es, keinen kümmert's. Boah, ey, sag mal, was ist denn hier los mit den Leuten? Das ist ja nicht normal. So geht man doch nicht mit Mitmenschen um. Wo ist der Hund? Ich höre diesen gottverdammten Hund. Ich will den Hund jetzt endlich sehen und einfach nur erledigen. Okay. Hund? Hund? Kein Hund. Okay. Pat Davenport, 1825 bis 1884. Jetzt können wir dich nichts mehr fragen. Och, bitte nicht zu lange Texte nehmen. Roxy Ann Rigby, 24. November 1820 bis 16. Januar 1862. Ja, ich wollte gerade sagen, 1822, wäre ein bisschen kurz. Liebe ist ewig und kann nie erzwungen werden. Ein wahres Wort. What's that guy doing? Er gräbt ein Loch. Ist doch ziemlich offensichtlich. Ich würde da jetzt mal rüberrufen. Hallo? Wozu hebt der Kerl Gräber aus? Das hier ist ein Friedhof. Könnte das eventuell der Friedhofsgärtner sein? Aber nur eventuell. Also es wäre eine Möglichkeit. Ruf doch mal darüber. Hallo. Die sieht so ein bisschen aus wie ein Zombie. Ziemlich dunkle Haut. Oder ziemlich fahle Haut. Runterklettern. Muss ich? Hund. Irgendwo ist hier ein Hund. Oder? Ich wusste es. Hinter dir! What? Standbild, geile Sache. Kann ich irgendwie vielleicht noch ausweichen? Leute, ich habe gerade... Ich weiß aber auch nicht, warum Standbild. Okay, ich bin anscheinend ausgewichen.
Komm schon! Du fällst mich nicht nochmal an. Du blödes Drecksviech, ey. Oh. Hässlicher Köter. Was ein hässlicher Köter. Der hat keine Haut. Das ist alles nur... Uah. Sieht so ein bisschen aus wie ein Resident Evil Hund. Aber nur ein klitzeklein... Ey, hier guckt ein Sarg aus. Ey, es ist unglaublich. Dieser Brunnen wurde von Charlotte Borden gewidmet. Zur Erinnerung von ihrem liebenden Eltern. Was ist denn eben gerade los, Mensch? Plötzlich aus dem Leben gerissen. Geboren. Der Rest ist unlesbar. Alter, 8 Jahre. Oh Gott, mit 8 Jahren ist die gestorben. Darunter ist noch eine Inschrift. Untrennbar und doch getrennt. Zwei Hälften der gleichen Person. An zwei Orten. Nun für immer getrennt. Sonderbare Steinplatte erhalten. Okay, nähere Infos dazu kann ich mir leider nicht herbeiholen. Und kann ich wieder zurückklettern? Ja, kann ich. Aber muss ich, glaube ich, nicht. Oder will ich auch eigentlich nicht. Muss hier hoch, so wie es aussieht. Und nicht schon bitte... Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder hier sowas geskriptetes, dass dann wieder ein Hund kommt. Mehr Kindesgräber, so viele sind hier jung gestorben. Oh Gott. Ey, dieser Friedhof, der ist... Wow. Ein Tonikum! Ich weiß, ich könnte mir rein theoretisch jetzt auch eins reinschmeißen, aber... ihr wisst ja, ich mache das immer ganz gerne, bevor ich sterbe. Der Namen auf diesen Grabsteinen... Die Namen auf diesen Grabsteinen sind verblichen. Scheint schon ein bisschen älter jetzt zu sein, oder länger. Dieses Tor ist mit einem vorherigen Schloss verschlossen und von Pflanzen überwuchert. Also, das wurde schon lange nicht mehr geöffnet. Oh, dann reden wir doch mal mit unserem, Gräber. Die Tür zum Bartlett-Familienmausoleum ist abgeschlossen. Woher weiß ich das denn jetzt bitte? Okay, steht auf der Karte. Ich hab nichts gesagt. Warum wurden diese Gräber nicht mit Namen versehen? Das ist wiederum so gut. Und warum zum Teufel werden die übereinander gestapelt? Was ist hier los? Also alles mehr als nur suspekt. Okay, wir sind hier in dem ersten Gang, in dem Family Crypts Nord, also in den nördlichen Familienkrypten. Dieses Tor hat ein vorheriges Schloss. Dieses Tor ebenfalls. Dieses Tor hat ein vorheriges... War die Tür gerade auch schon offen? Gott. Oh, ja. Okay. Ja, ist auch gut, Tür. Stüpst mich doch nicht weg. Ey, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? An einem Speicherpunkt bin ich gelandet. Das passt mir eben gerade sogar relativ gut in den Kram. Diese Namen kenne ich gar nicht. Diese Namen kenne ich gar nicht. Dann schaue ich jetzt aber noch nebenan, was hier so ist. Wow. Musik. Ey, das hört sich an, als ob ich hier das aufbrechen würde. Diesen Namen kenne ich gar nicht. In Erinnerung an Mr. Amos Roberts. Gestorben am 3. März 1923 im Alter von 66 Jahren. Beklagt von denen, die ihn am besten kannten. Okay. Dieses Tor hat ein vorheriges Schloss. In Erinnerung an Jonathan Sturgis. Gestorben am 14. September 1918. Kein Spruch. In Erinnerung an Mrs. Elizabeth Sturgis, Frau von Mr. Jonathan Sturgis, gestorben am 17. März 1913. Moment, wann ist er gestorben? 1918. Irgendwie ziemlich offensichtlich, dass immer die Frauen vor den Männern sterben, oder? Okay, Leute, aber hier ist ein Speicherpunkt und den werde ich auch benutzen. Insofern das Spiel mich natürlich lässt. Das wäre vorteilhaft, wenn es das tun würde. Spiel, bitte, lass mich eventuell speichern. Sei gnädig zu mir. Lass mich einfach gut speichern. Und dann würde ich sagen, Moment, so, ja, ist das Richtige. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Silent Hill Homecoming. Ich bin der Lot986. Bis dann.